Die Trading GmbH. Heute in diesem Video schauen wir uns mal die Steuerbelastung so einer Trading GmbH an, welche Vor- und Nachteile ich beachten muss beim Trading in einer GmbH und ab wann lohnt sich überhaupt eine Trading GmbH. All das erfährst du in diesem Video. Hallo, mein Name ist David Kasper. Ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Köper Steuerberatung. Und wir haben uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert, denn wir steuern Ihre Steuern. Insbesondere haben wir uns auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und Stiftungen konzentriert. Heute schauen wir uns mal die Kapitalgesellschaft an in der Rechtsform einer GmbH mit dem Bezug zu Kapitalerträgen, also die Trading GmbH. Welche Steuern muss ich in so einer Trading GmbH überhaupt zahlen? Welche Vor- und Nachteile sollte ich beachten? Und ab wann lohnt sich denn so eine Trading GmbH? Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Die Trading GmbH ist erstmal eine ganz normale GmbH. Das heißt, die Steuerbelastung ist wie bei jeder anderen GmbH 15% Körperschaftssteuer. Dazu kommt noch der Soli mit 5,5% auf die Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Bei der Gewerbesteuer, hier muss ich beachten, wo die GmbH sitzt, in welcher Gemeinde bin ich hier ansässig, denn da kann ich die Gewerbesteuer gegebenenfalls optimieren. Im Bundesdurchschnitt sagt man immer so 14-15%, das heißt, die GmbH zahlt ungefähr 30% Steuern. Bei der Gewerbesteuer, hier kann ich aber vor allem bei der Trading GmbH ein bisschen gestalten und auch optimieren, denn so eine Trading GmbH, die hat keine Geschäftsräume, die hat auch keine Mitarbeiter in der Regel. Das heißt, hier kann ich den Sitz in eine gewerbesteuergünstige Gemeinde verlegen. Wenn du mehr Infos zur Gewerbesteuer oder der Sitzverlegung haben willst, wie das Ganze funktioniert, dann schau dir nochmal das Video an zur Gewerbesteuer, das blende ich dir jetzt hier oben ein. Das heißt, so eine GmbH zahlt grundsätzlich 30%, Körperschaftssteuer 15% und ungefähr 15% Gewerbesteuer. Bei Kapitalerträgen, da gibt es jetzt aber noch einige Befreiungen zu beachten, denn in so einer Trading GmbH zahle ich diese 30% nicht auf Kursgewinne. Also wenn ich in so einer Trading GmbH Aktien halte und die mit Gewinn verkaufe, dann ist der Gewinn zu 95% steuerfrei, also 5% sind steuerpflichtig und darauf dann ganz normal die 15% Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer. Also kann man mal sagen, man kommt so ungefähr auf 1,7% Steuerbelastung auf das Ganze dann, weil der Soli kommt auch noch mit zu. Bei Dividenden ist es genau das Gleiche, da habe ich auch eine 95%ige Steuerfreiheit. Aber hier muss ich beachten, dass ich mindestens 15% der Anteile halten muss in der Gewerbesteuer und 10% in der Körperschaftssteuer. Also bei Streubesitz, bei so einer Trading GmbH, komme ich meistens nicht in die Befreiung rein. Das heißt, Dividenden sind in so einer Trading GmbH, wenn ich die Mindestbeteiligung nicht halte, ganz normal steuerpflichtig, also mit ca. 30%. Auf alle anderen Kapitalerträge, Zinsen, Optionen, Termingeschäfte, CFDs, da greift keine Befreiung, das heißt, da greift die ganz normale Steuerbelastung, also ca. 30%. So viel zur steuerlichen Situation. Schauen wir uns jetzt mal die Vor- und Nachteile, die ich bei so einer Trading GmbH noch berücksichtigen sollte und am Ende dann das Fazit, also wann lohnt sich überhaupt so eine Trading GmbH zu gründen. Die Nachteile an so einer Trading GmbH, da möchte ich mal ein paar aufzählen, sind insbesondere die Kosten. Denn so eine Trading GmbH oder eine GmbH, die bringt einfach ein paar Kosten mit sich in Form von Jahresabschluss und Buchführung. Das muss ich an den Steuerberater zahlen, ich habe hier mehr Aufwand. Also ich habe da Minimum 2.000, 3.000 Euro Kosten im Jahr, mindestens Grundstock mit so einer GmbH. Ein weiterer Nachteil ist gegebenenfalls eine höhere Steuerbelastung. Weil das haben wir am Anfang jetzt gerade besprochen, auf Dividenden oder auch auf Optionen, CFDs, auf alle anderen Kapitalerträge zahle ich in so einer GmbH bis zu 30%, also mehr als im Privatvermögen. Dazu kommt auch noch, dass ich auf der Ebene der GmbH ca. 30% zahle. Wenn ich den Gewinn jetzt aber ausschütte, dann muss ich nochmal 25% Kapitalertragssteuer zahlen. Also hier habe ich gegebenenfalls eine erheblich höhere Steuerbelastung wie im Privatvermögen. Und weiterer Nachteil ist auch die Wegzugsbesteuerung. Denn wenn ich so eine GmbH gründe und die ordentlich Gewinne erziele und ich irgendwann mal ins Ausland ziehen möchte, dann kann aufgrund der Wegzugsbesteuerung und des Außensteuergesetzes nochmal eine Steuerbelastung auf mich zukommen. Die zwei letzten Nachteile, also die höhere Steuerbelastung, da die Ausschüttung nochmal besteuert wird und ich auf Optionen auch eine höhere Steuerlast habe und die Wegzugsbesteuerung, die sind aber nicht immer ein Nachteil, denn hier kann ich ein bisschen gestalten, denn wenn ich über so eine Trading GmbH jetzt auch noch eine Stiftung als Holding setze, dann habe ich kein Thema mit der Wegzugsbesteuerung
und ich kann Gewinne gegebenenfalls günstig an die ganze Stifterfamilie ausschütten oder auch an mich als Stifter oder an mich als Gesellschafter über das Teileinkünfteverfahren. Also diese zwei Nachteile sind nicht immer Nachteile, wenn ich steuerlich gestalte. Der erste Vorteil der GmbH ist die Haftungsbeschränkung. Also wenn ich in meiner Trading GmbH oder allgemein in der GmbH Fehler mache und die insolvent geht, dann ist alles weg, was in dieser GmbH ist, aber mein Privatvermögen ist damit nicht betroffen. Das heißt, ich habe hier eine Haftungsbeschränkung. Ein weiterer Vorteil sind noch die Kosten, also die Werbungskosten, die ich habe bei so einer Trading GmbH. Das heißt, ein Börsenbrief abonniert oder ich habe Kosten, Tradinggebühren, die sind im Privatvermögen komplett unbeachtlich, weil da habe ich ja nur den Sparerpauschbetrag. In einer GmbH kann ich alles absetzen, ich kann mir sogar ein Gehalt zahlen, das kann ich steuerlich absetzen. Oder ich habe auch weitere Vorteile wie den Telefon- und den Internetanschluss daheim absetzen, Geschäftsessen. Also ich habe hier viel mehr Möglichkeiten, um Kosten gegen meine Kapitalerträge zu rechnen und steuerlich abzusetzen, als im Privatvermögen. Dann ein riesiger Vorteil der GmbH im Vergleich zur Privatperson im Privatvermögen ist die eingeschränkte Verlustverrechnung. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das blende ich dir jetzt hier oben auch ein, was bedeutet diese eingeschränkte Verlustverrechnung. Aber wenn ich davon betroffen bin, also ich fasse es nochmal kurz zusammen, wenn ich trade, ob mit Optionen, mit Puts und Calls handle und Verluste über 20.000 generiere, dann darf ich die nicht mehr abziehen im Privatvermögen. Das heißt, von dieser eingeschränkten Verlustverrechnung, da kann ich erhebliche Steuern auslösen, obwohl ich gar keine Liquidität mehr auf dem Konto habe. Das löst die Trading GmbH, denn in der Trading GmbH bin ich nicht von dieser eingeschränkten Verlustverrechnung betroffen. Und noch einen wesentlichen steuerlichen Vorteil bringt die Trading GmbH mit sich, und das sind, dass Kursgewinne quasi steuerfrei sind. Das heißt zu 95% steuerfrei. Also wenn ich mein Trading dahingehend nur betreibe, dass ich Aktien halte und die ab und zu mal umschichte und langfristig Aktien auf Aktiengewinne spekuliere, dann ist das in der Trading GmbH erheblich günstiger als im Privatvermögen, denn die Kursgewinne, die sind in einer GmbH zu 95% steuerfrei. Also da habe ich eine Steuerbelastung von ungefähr 1,7%, wenn man den Soli noch mit berücksichtigt. Privat ja immer 25%. Jetzt kommen wir noch zum Fazit. Also wann lohnt sich so eine Trading GmbH und wann sollte ich so eine Trading GmbH gründen oder wann nicht? Also eine Trading GmbH sollte ich nicht gründen oder es lohnt sich nicht, eine Trading GmbH zu gründen, wenn ich ein kleines Depot habe, also ich sage mal 10.000, 20.000 Depotgröße und ich auch gar nicht mit Optionen handle, also nur Kursgewinne oder Dividenden kassiere, dann würde ich sagen, lohnt es sich jetzt nicht, eine Trading GmbH zu gründen, weil ich einfach viel mehr Kosten mit so einer GmbH habe, viel mehr Aufwand und steuerlich ist es auch ungünstiger. Und wann lohnt es sich, so eine Trading GmbH sofort zu gründen? Einmal, wenn ich mit Optionen handle und von dieser eingeschränkten Verlustverrechnung betroffen bin. Dann sollte ich sofort eine Trading GmbH gründen, denn ich zahle vermeintlich erstmal mehr Steuern auf Optionen, zwar 30%, im Privatvermögen ja nur 25%, aber dann doch wieder nicht, weil die Bemessungsgrundlage eine ganz andere ist, weil ich in so einer GmbH alle Verluste mit den kompletten Gewinnen verrechnen kann, privat ja gedeckelt auf 20.000. Das heißt, ich zahle dann in der Summe trotzdem erheblich weniger Steuern, weil ich eine ganz andere Bemessungsgrundlage habe. Das heißt, wenn ich viel mit Optionen handle und auch mit ein großes Volumen da jedes Jahr trade, dann sollte ich auf jeden Fall die Trading GmbH gründen, denn dann bin ich nicht von der eingeschränkten Verlustverrechnung betroffen. Es kann sich auch lohnen, eine Trading GmbH zu gründen, wenn ich hohe Kosten habe, also hohe Werbungskosten. Das heißt, ich gehe öfter auf Börsenseminare, ich bilde mich fort, ich habe hohe Gebühren, die ich an den Broker zahlen muss. Dann lohnt es sich auch, eine Trading GmbH zu gründen, denn die Kosten kann ich voll abziehen. Im Privatvermögen habe ich ja nur einen eingeschränkten Werbungskostenabzug. Und wenn ich ein großes Depot habe und auf Kursgewinne spekuliere, dann ist so eine Trading GmbH auch viel günstiger als im Privatvermögen, denn Kursgewinne sind in so einer Trading GmbH so 95% steuerfrei. Und das Trading in einer GmbH zu verlagern, auch wenn ich keine Option handle, sondern nur auf Kursgewinne spekuliere, lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn ich langfristig plane. Denn langfristig sollte ich sowieso immer planen bei der Kapitalanlage, denn mit Aktien erziele ich langfristig die besten Ergebnisse. Und wenn ich dann Umschichtungsgewinne sogar quasi steuerfrei in einer GmbH habe, weil sie zu 95% steuerfrei sind, dann wächst mein Vermögen viel schneller, als wenn ich das im Privatvermögen mache, wo ich 25% Steuern zahlen muss. Also wenn ich langfristig plane, habe ich in der GmbH erhebliche steuerliche Vorteile. Selbst wenn ich dann irgendwann mal den Gewinn ausschütte und gegebenenfalls nochmal 25% zahle, gibt aber einige Möglichkeiten, um diese Steuerlast auch nochmal erheblich zu reduzieren, habe ich trotzdem viel mehr Vermögen, da ich
unterjährig jetzt bis zu dem Ausschüttungszeitpunkt eben wesentlich weniger Steuern gezahlt habe als im Privatvermögen. Zusammenfassend kann man sagen, so eine Trading GmbH lohnt sich nicht, wenn ich ein kleines Depot habe und gar keine Option handle. Also wenn ich ein kleines Depot habe und keine Option handle, lohnt sich es, keine GmbH zu eröffnen, denn da sind die Kosten viel höher als den Nutzen, den ich daraus habe und steuerlich auch gegebenenfalls ungünstiger bei Dividenden. Aber es lohnt sich erheblich, so eine Trading GmbH zu gründen, wenn ich mit Optionen handle, weil ich eben nicht von der eingeschränkten Verlustverrechnung betroffen bin und wenn ich langfristig plane und ein großes Depot habe und auf Kursgewinne spekuliere, da ich da erhebliche steuerliche Vorteile generieren kann. Und steuerlich am günstigsten ist es jetzt sogar noch, wenn ich über so eine GmbH eine Holding setze in Form einer Stiftung, denn dann habe ich keine Wegzugsbesteuerung und ich kann die Gewinne steuergünstig an die ganze Familie ausschütten. Das heißt, die optimale Firmenstruktur für Trader ist eine Stiftung als Holding und eine Trading GmbH, wenn ich mit Optionen handle. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns einen Daumen nach oben da, abonniert auf jeden Fall den Kanal und auch die Glocke, denn dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Und wenn du wissen willst, wie du deine Steuern optimal steuerst oder ob in deinem Fall die Trading GmbH auch Sinn macht, dann schick uns jetzt eine Anfrage an anfrage@koeber. Die Kontaktdaten, die blende ich dir jetzt hier unten ein. Und lass auch deine Steuern von uns in Zukunft optimal steuern. Wir sehen uns im nächsten Video.